Welcome to Daily German Channel, the ultimate destination for German learners. We provide engaging and easily digestible podcast episodes for beginners and intermediate learners, designed to not only improve your German language skills but also give you insights into German culture, lifestyle, and everyday life. Stufe A1. Podcast Raute 1, mein Alltag. Guten Tag, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Unser Thema heute ist mein Alltag. Ich heiße Maria und ich komme aus Berlin. Ich bin Lehrerin und ich arbeite in einer Schule. Meine Schule ist sehr groß und schön. Ich mag meine Arbeit sehr, weil ich Kinder liebe. Mein Tag beginnt sehr früh. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Dann putze ich meine Zähne und dusche mich. Zum Frühstück esse ich Brot mit Marmelade und trinke Kaffee. Ich liebe Kaffee. Um 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. Ich fahre mit dem Bus, weil es schnell ist. Die Schule beginnt um 9 Uhr. Ich unterrichte Deutsch und Mathematik. Die Kinder sind sehr lustig und aktiv. Wir lernen viel zusammen. Zum Mittagessen esse ich oft Salat und Fisch. Ich mag gesundes Essen. Nach der Arbeit mache ich Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio oder jogge im Park. Sport macht Spaß und ist gut für die Gesundheit. Am Abend koche ich zu Hause. Ich koche gerne und probiere neue Rezepte aus. Nach dem Abendessen lese ich ein Buch oder sehe fern. Ich gehe um 22 Uhr schlafen. Das war mein Alltag. Wie sieht dein Tag aus? Schreibt uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Podcast Raute 2, meine Familie und ich. Hallo, liebe Hörer. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sprechen wir über das Thema meine Familie und ich. Ich heiße Thomas und ich komme aus München. Ich habe eine kleine Familie. In meiner Familie gibt es vier Pers Personen. Meine Frau, meine Tochter, mein Sohn und ich. Meine Frau heißt Anna. Sie ist Ärztin und arbeitet in einem Krankenhaus. Sie ist sehr intelligent und freundlich. Sie hilft gerne Menschen und sie liebt ihren Beruf. Meine Tochter heißt Lisa. Sie ist zwölf Jahre alt und sie geht in die Schule. Sie mag Musik und sie spielt sehr gut Klavier. Sie nimmt jeden Samstag Klavierunterricht. Mein Sohn heißt Max. Er ist zehn Jahre alt und er spielt gerne Fußball. Jeden Sonntag gehen wir zusammen in den Park und spielen Fußball. Es macht uns sehr viel Spaß. Ich bin Ingenieur und arbeite in einer Firma. In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher und fahre Fahrrad. Am Wochenende gehen wir oft als Familie ins Kino oder besuchen den Zoo. Unsere Familie ist sehr glücklich und wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. Wie sieht deine Familie aus? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Podcast Raute 3 im Büro. Guten Tag, liebe Hörer. Willkommen zu einem weiteren Podcast. Unser heutiges Thema ist im Büro. Ich heiße Stefan und ich bin Geschäftsführer in einer großen Firma in Hamburg. Mein Arbeitstag ist immer voller Aufgaben und Herausforderungen. Normalerweise beginnt mein Arbeitstag um 8 Uhr. Zuerst trinke ich einen Kaffee und dann beginne ich mit meinen Aufgaben. Ich checke meine E-Mails und organisiere meine Aufgaben für den Tag. In meinem Büro habe ich viele Kollegen. Sie sind alle sehr professionell und freundlich. Wir arbeiten als Team und unterstützen uns gegenseitig. Wir haben auch Meetings und Besprechungen. In diesen Meetings diskutieren wir über Projekte und machen Pläne für die Zukunft. Zum Mittagessen habe ich eine Pause. Manchmal esse ich in der Kantine und manchmal bringe ich Essen von zu Hause mit. Nach dem Mittagessen arbeite ich weiter. Am Nachmittag habe ich oft Videokonferenzen mit Kunden oder Partnern. Diese Treffen sind sehr wichtig für unsere Firma. Ich verlasse das Büro um 17 Uhr und gehe nach Hause. Hause. Ich mag meine Arbeit, weil sie sehr interessant und herausfordernd ist. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Podcast Raute 4, Mein Wochenende. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Mein Wochenende. Ich heiße Laura und ich lebe in Frankfurt. Ich arbeite als Grafikdesignerin in einer Werbeagentur. Aber heute sprechen wir nicht über meine Arbeit, sondern über Mein Wochenende. Am Wochenende habe ich meistens frei und ich nutze diese Zeit, um mich zu entspannen und Spaß zu haben. Samstagmorgens wache ich normalerweise spät auf und bereite ein leckeres Frühstück zu. Ich esse gerne Pancakes mit Ahornsirup und trinke einen großen Kaffee dazu. Danach gehe ich oft ins Fitnessstudio oder jogge im Park. Ich liebe Sport, weil es mir hilft, fit und gesund zu bleiben. Nachmittags treffe ich mich oft mit meinen Freunden. Wir gehen ins Kino, machen einen Einkaufsbummel oder trinken einfach nur Kaffee und plaudern. Sonntags lese ich gerne Bücher oder sehe Filme. Manchmal besuche ich auch ein Museum oder eine Kunstgalerie. Ich interessiere mich sehr für Kunst und Kultur. Am Abend koche ich oft ein besonderes Abendessen. Ich probiere gerne neue Rezepte aus und ich liebe es zu kochen. Das ist mein Wochenende. Und wie verbringen Sie Ihr Wochenende? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Podcast Raute 5, meine Reise. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zu unserem Podcast. Heute teile ich meine Reiseerfahrungen mit Ihnen. Unser Thema ist meine Reise. Ich heiße Tim und ich liebe es zu reisen. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, nach Italien zu reisen, reisen. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich möchte einige Details mit Ihnen teilen. Ich bin mit dem Zug von Berlin nach Rom gereist. Die Zugfahrt war sehr bequem und ich hatte die Chance, die schöne Landschaft zu genießen. Als ich in Rom ankam, war ich von der Schönheit und Geschichte der Stadt beeindruckt. Ich besuchte viele Sehenswürdigkeiten, wie das Kolosseum, den Petersdom und die Sixtinische Kapelle. Ich genoss auch die italienische Küche. Ich aß Pizza, Pasta und Gelato. Alles war so lecker. Ich verbrachte drei Tage in Rom und dann ging ich nach Venedig. Venedig war wie ein Traum. Die Kanäle, die Gondeln und die alten Gebäude waren einfach fantastisch. Ich lernte auch einige italienische Wörter und Phrasen. Die Leute waren sehr freundlich und hilfsbereit. Diese Reise war eine wundervolle Erfahrung und ich freue mich schon auf meine nächste Reise. Und wie sieht Ihre Lieblingsreise aus? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Podcast Raute 6. Mein Hobby. Hallo, liebe Hörer willkommen zu unserem neuesten podcast heute sprechen wir über ein sehr persönliches thema nämlich um mein hobby ich heiße petra und ich komme aus stuttgart neben meiner arbeit als journalistin habe ich ein besonderes hobby das ich sehr liebe ich fotografiere gerne die fotografie ist für mich mehr als nur ein hobby es ist eine leidenschaft ich liebe es, Momente einzufangen und sie in Bildern festzuhalten. Jedes Bild erzählt seine eigene Geschichte und das finde ich faszinierend. Ich fotografiere am liebsten in der Natur. Ich gehe gerne in den Wald oder an den See und mache Fotos von Tieren, Pflanzen oder Landschaften. Aber ich mag es auch, in der Stadt zu fotografieren. Gebäude, Menschen, Straßenszenen, all das bietet interessante Motive. Ich habe eine Digitalkamera, aber manchmal benutze ich auch mein Handy. Die Technologie hat sich so weit entwickelt, dass man auch mit dem Handy tolle Fotos machen kann. Ich teile meine Fotos oft auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen. Es macht Spaß, die Reaktionen der Leute zu sehen und ihr Feedback zu bekommen. Und was ist Ihr Hobby? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Podcast, auf Wiedersehen. Podcast Raute 7, mein Lieblingsbuch. Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Unser Thema heute ist mein Lieblingsbuch. Ich heiße Jens und ich bin ein großer Bücherliebhaber. Ich lese viele verschiedene Arten von Büchern, aber heute möchte ich über mein Lieblingsbuch sprechen. Es heißt Der Alchemist und wurde von Paulo Köhlho geschrieben. Der Alchemist ist eine inspirierende Geschichte über einen jungen Schafhirten namens Santiago, der einen Traum hat und beschließt, ihm zu folgen. Er begibt sich auf eine Reise, um seinen persönlichen Lebenssinn zu finden. Was ich an diesem Buch besonders mag, ist seine Botschaft. Es erinnert uns daran, unseren Träumen zu folgen und auf unser Herz zu hören. Es zeigt, dass das Leben eine Reise ist und dass wir unseren eigenen Weg finden müssen. Das Buch ist sehr gut geschrieben und leicht zu lesen. Es ist voller Weisheit und schöner Zitate. Es hat mich zum Nachdenken gebracht und mich inspiriert. Ich habe der Alchemist's vielen Freunden empfohlen und sie haben es auch geliebt. Es ist ein Buch, das man mehrmals lesen kann und jedes Mal etwas Neues entdeckt. Und was ist Ihr Lieblingsbuch? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Podcast, auf Wiedersehen. Podcast Raute 8, ein typischer Tag. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über das Thema ein typischer Tag. Ich heiße Maria und ich bin Lehrerin in einer Grundschule in Düsseldorf. Lassen Sie mich Ihnen von meinem typischen Tag erzählen. Ich stehe normalerweise um 6 Uhr morgens auf. Nach dem Aufstehen trinke ich eine Tasse Tee und bereite das Frühstück vor. Danach mache ich mich fertig und fahre zur Arbeit. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ich unterrichte verschiedene Fächer, darunter Mathematik, Deutsch und Kunst. Ich liebe meine Arbeit weil ich es genieße, Wissen zu teilen und Kindern beim Lernen zu helfen. Zum Mittagessen habe ich eine Stunde Pause. Ich esse normalerweise in der Schulmensa und dann bereite ich die Lektionen für den Nachmittag vor. Nach der Schule gehe ich oft spazieren oder treffe mich mit Freunden. Manchmal gehe ich auch ins Fitnessstudio oder lese ein Buch. Ich koche gerne das Abendessen und verbringe den Abend zu Hause. Manchmal sehe ich einen Film oder schaue meine Lieblingsserie. Das war ein typischer Tag für mich. Und wie sieht Ihr typischer Tag aus? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Podcast, auf Wiedersehen. Podcast Raute 9, mein Haustier. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über das Thema, mein Haustier. Ich heiße Lukas und ich habe einen Hund namens Max. Max ist ein Golden Retriever und er ist der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Ich habe Max als Welpen bekommen, als er nur ein paar Monate alt war. Er war so klein und süß. Jetzt ist er drei Jahre alt und er ist ein großer, starker Hund. Max ist sehr intelligent und lernfähig. Er kann viele Tricks wie Sitz, Platz und Pfote geben. Er liebt es zu spielen und zu rennen, daher gehe ich jeden Tag mit ihm in den Park. Er ist auch sehr freundlich zu anderen Menschen und Hunden. Wenn wir spazieren gehen, möchte er immer jeden begrüßen, den er sieht. Ich kümmere mich sehr um Max. Ich füttere ihn, bade ihn und bringe ihn zum Tierarzt für regelmäßige Kontrollen. Es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich, denn Max bringt so viel Freude in mein Leben. Haben Sie auch ein Haustier? Teilen Sie uns das in den Kommentaren mit.